Da hat er bestimmt genau das drauf, was ich die ganze Zeit haben wollte. Depp? Hä? Was wolltest du denn haben? Ich guck, ob ich das hab. Sag einfach, was du haben wolltest, ich nicht guck. Power mal. 3, Infinite 1, Feuer 1. Also ich hab Infinite 1, Flame 1 und Power 4. Ja, natürlich. Natürlich. Und das beim wievielten Versuch? Beim ersten. Ja, geil. Wisst ihr, das meine ich. Ich find das lustig. Ich find das richtig. Und ich hab ja schon drei Bögen, glaube ich, verzaubert. Aber guck mal, das, siehst du, das kann echt vielleicht an den fehlenden Dingern gelegen haben. Ja, der Titel hat das jetzt genauso gemacht. Ich hab gerade auch eine Kackverzauberung gekriegt. Also im Prinzip. Also ich finde, nur Effizienz drauf zu haben, ist jetzt nicht so pralle. Nee, geht. Ich hatte davor, also ich habe eine Spitzhacke mit Unbreaking 3 und eine mit Effizienz 4. Wie geil ist das denn? Vor allem, ich habe Power 4, weißt du, du wolltest 3 haben, ich habe noch 4. Ja, ob jetzt 3 oder 4, ne? Ja. Ist natürlich 4, ist klar. Voll geil, Alter. Richtig nice. Wie gut ist das denn? Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel Dreck ich habe, wenn ich hier alles abgebaut habe. Infinity heißt es, dass er die Pfeile so schnell machen ja, kann? Ja, ne, du hast unendlich Pfeile. Du musst aber einen mitnehmen. Du brauchst einen Pfeil im Inventar. Ah, stimmt. Ach, wie nice, Alter, wie nice ist das? Freut sich voll ein ab. Bei mir ist das bestimmt die nächsten 30 Versuche immer nur genauso. Aber was brauche ich nochmal, um den zu reparieren? Strings, ne? Ja. Ja, gut, dass ich die mal weggeworfen habe. Da gibt's ja genug von, ey. Ich war ja da in dem Spinnencave. Naja. Also ich finde das. Also ich tausche einen nice. Diamant gegen einen String. Ja, mach ich genau. Sofort. Auf jeden mich Fall. Weil der Titel hat ja so viele Diamanten, wie ich Strings hab. Ist echt so. Nee, aber ich hab voll viele Strings. Mehr, also ein paar Stacks. Warte. Boah, jetzt mein Lager aus. Ich hab 4 Stacks Strings. Wie geil das einfach ist, dass ich das bekommen hab. Das finde ich so geil gerade. Ich hab voll viele Strings bei sich zu Hause. Ja, alle Stringtigers. Ich wasch die nicht, ich leg die einfach immer weg. Ich zieh einfach immer neuen an. Ja, Titte, wenn ihr da, oder wenn ihr Strings braucht und ihr habt keine mehr, dann guckt da. Geht da einfach bei mir im Lager rein und ganz hinten rechts die, also ganz hinten rechts in der Ecke, die mittlere Kiste, da sind die Strings drin. No. Dankeschön. Geh ich gleich mal hin, alles grieven. Darfst du dir ein String pro Woche rausnehmen? Pro Woche? Dann warten wir mal, hier bis die Kacke hier so fertig ist, so immer so die Kacke so. Ach, ich hätte mal meine Hau holen können mit Hau. Klar, und seine Haue. Meine Stone Hau. Meine Haue. Aua, nicht hauen. Aua, nicht hauen. Ich muss gerade mein Lager mal hier jetzt halt weiterbauen. Meins ist fertig soweit. Ach, ich wollte da. Ne, das mache ich. Ich mache das in der nächsten Session mit dem Enderperlen-Dingens da. Ei, oder was das da ist. Ah, ekelhaft. Ekelhaft? Obwohl, weißt du, was gut ist? Obwohl, ne, verbraucht zu viel Leben, glaube ich. Ich wollte das Ender-Ei benutzen, wollte gucken, wo das hinfliegt und mich da mit einer Enderperle dahin porten. Aber wenn ich dann auf den Boden aufklatsche, verbraucht das ja voll viele Herzen. Egal, wenn du dein Nahrungsding voll hast. Ah, hier ist das komische, so, da ist jemand begraben worden, haben die Leute geschrieben. Hier ist nämlich so ein Kreuz auf dem Boden. Das ist ja einfach so random gewesen. Und hier liegt der, wer liegt denn hier? Meine Mama. Der Banda liegt hier. Das sieht super geil aus. Da hinten. Mit diesem komischen, weiß ich, was das sein soll. Das sieht aus wie so ein Laternenberg. Keine Ahnung. Der Sepp da hinten da. Rechts müsste es eigentlich auch noch was draufbauen. Das sieht so behindert aus. Ich bin gerade links, da beim TT. Kann von mir aus jetzt schon das Dorf sehen, was ich gebaut habe. Du bist aber nicht so, dass du mich sehen kannst, ne? Ah. Er da hinten baut, ne? Ja, ich umrande gerade den ganzen Berg. Ja, der übertreibt das voll.
ist da denn? Na, nix. Ist auch nix. Jetzt gleich einmal gucken, ob der Tizi, beziehungsweise ob und was der Tizi da gebaut hat. Wenn er denn dann schon mal was gebaut hat. Ich hab noch nicht wirklich viel gebaut. Ja, aber hast du meine Häuser schon gesehen? Das Eisen haben wir wieder drinne. Naja, ich komm gleich mal gucken. So, warte, wir haben jetzt noch 7 Minuten. Kann ich ja dann mal eben kurz mal gucken, was du da so gemacht hast. So, das Eisen haben wir wieder drinne, das ist schon mal gut. Ich also nicht wirklich was verloren, mehr so ein bisschen Gewinn gemacht. Und Level 12 haben wir schon wieder. Richtig retarded hier. Ich baue Boah. Berge ab und erhöhe da mit dem Dreck, weil ich da gefarmt habe, dann irgendwo anders dann halt den Boden. Voll geil, so habe ich nie Inventar voll oder leer. Auf so, der Baumeister. Auf zum Titel. Ich komm mit! Ich lauf dahin. So. Da können wir ja so schön. Alter! Boah! Ey! Da liegt überall Dreck rum. Ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part, zumindest versuchen wir das, den Treppenabgang vom Verzauberungs. Altar runter zum TT zu bauen. Mit dem TT zusammen. Ja. Also freut euch auf den nächsten Part. Das wird herrlich. Man sieht den TT bauen. Der hat ja schon was gebaut. The fuck. Der hat nicht nur Crafting Tables gebaut und hat der das Haus ausgegeben. Nee. Der hat tatsächlich irgendwelche komischen Holzbrocken hier hingebaut. Ohne Boden und ohne Sinn. Ach so, die Dinger, jo. Ach man! Wie liebevoll ich das hier ausdrücke, was der TT gebaut hat. Der gibt sich hier voll Mühe, so Dinge einzuhauen und ich dann nenne das einfach mal Holzbrocken. Wo ist dein Lager? Hier hinten? Die Treppe runter oder was? Die Leiter? Mein Lager ist geheim. Ach, ich weiß wo. Guck mal, sag mein Lager ist geheim, da weiß ich direkt, wo das ist. Warte mal, warum? Ja, klar, dass er wieder unterirdisch ist. Aber klar, dass man nachrang. Oh, jetzt habe ich deine Leiter kaputt gemacht. Hallo! Weißt du, das ist? Was hast du gemacht? Selbst du bist voll behindert, du musstest einfach nur oben was wegbuddeln, wetten wir? Ja, ich weiß. Ja, aber das war jetzt wieder ein anderer Gang. Alter, was hat der denn hier gebaut? Cool, wie behindert der ist! Ja, natürlich, TT. Warte, hier unten! Das Wichtigste ist eigentlich die Diamantkiste. guck dir das mal an, Alter! Kann man ja ein bisschen reden so? Ne, Sepp, guck mal hier, das ist die Kiste, wo viel drin ist. Oh, cool. So unten ist schon Bedrock. Ey, bist du behindert? Ey, gib das her! Ja, da war noch was. Ey, mach doch mal wieder alles da rein! Da war noch was Gutes. Ey, mach das doch rein! Wie natürlich, als wenn ich hab den Goldapfel, ja, den Bogen und die Diamanten. Sortiert, du Penner. Ja, voll gut sortiert. War da irgendwo ein Muster, ein Hakenkreuz eingeflochten oder sowas in der Muster? Voll durcheinander alles drin und er labert von Sortierung. Und hat in jedem Ofen 64er-Stick drin. In jedem Ofen hat der 64er-Stick Kohle drin. Alter, Titte, wie lange hast du denn gezockt? Ja, ey. Ich hab doch nichts anderes gemacht. Hier, als Farmen. Der Sepp hat ja gerade aus den Leitern abgebaut. Ich hab mal dahin, ne? Ja. Boah, ich mach's gleich home. Jetzt geh ich mal bei dir gucken. Aber warte, ich lauf. Ich bin schon da. Jetzt muss ich erstmal Cleanstone machen, weil der Sepp da im Weg was weggemacht hat. Ja, wenn du das hast. Musst du gleich mal beim Sepp gucken gehen. Ne, du hättest oben einfach in der Mitte vom Muster den Block, wo du das Wasser letztens hinsetzen wolltest. Mir war das klar, dass man da irgendwo wieder einen Block wegmachen muss. So kennt man das doch vom Titel. Ja. Also TT, wenn du deine Treppe hier runterbaust vom Verzauberungsraum, dann würde ich erstmal die Lava wegmachen. Sonst könnte das böse enden. Aber sagst du, ich habe voll das geile Lager hier unten? Voll schlecht. Und da kommt der Sepp. Beobachten. Ja, voll schlecht, meint er. Ich hab ja voll mir die Basis gebaut, so wie man es von mir kennt, auch aus dem alten Together. Ich hab immer so voll die geilen Basen und so. Ja, ich hab Blümchen. Ist immer nur da. Aber Mitchell, was sagst du zu meinem Lager?
Mit der Kiste, mit den Diamanten. Richtig gut versteckt. Ja, ich hatte keinen Bock, das sieht voll behindert aus, wenn die da so steht. Was sag ich zu dem Lager? Ja, da waren wir da voll, da waren wir da so typisch. Richtig oldschool. Ey, Sepp, komm mal mit hier rum. Ey, Mitchell, wie findest du mein Lager? Ja, ich finde das sehr kreativ wieder halt. Ich sag ja, das ist halt so typisch TT. Ja. Hab ich nichts erwartet so. Ich hab schon ein Markenzeichen gesetzt mit meinem Lagerbauweisen, Mensch. Wie? Was sagst du? Meinst du, willst du jetzt hier einfach oben ein Dach drauf machen oder willst du hier noch eine Etage machen? Noch eine Etage. Was soll ich denn hier reinbauen? Keine Ahnung. Kann ich ja wahrscheinlich alles schon unten rein. Ja, weißt du, was ich da hinbaue? Keine Ahnung, was ich da hinmache. Na, keine Ahnung, gut, ich geh mal bei dir gucken. Ich nehme ja den ganzen Berg mit. Wir müssen ja echt da irgendwie so eine. Oder so dahin bauen. Keine Ahnung, weil das ist voll der Umweg. Das hier ist kein Umweg. Nee. Ne, nicht das. Achso, bei dir, ja, ja. Ich meinte, dass du hier. Auf der Höhe oder so. Dann einen Anschluss machst, der da oben zwischen deine Fenster. Dann kommt da eine Tür. Und dann geht das hier rüber auf die Höhe von der Brücke, wie das hier endet. Weißt du? Oh. Und dann kannst du hier rüberlaufen und dann da um. Das sieht wahrscheinlich sogar noch recht cool aus. Das können wir von mir aus auch dann direkt mitmachen, wenn wir da direkt vom TT da bauen. Kommen wir da. Wie nach Bilder. Dann wird jetzt hier halt eine Tür hinkommen. Oh. Ey! Da war mein. Da wird eine Tür kommen. Mein Werbebild. Dein ja, nee, Werbe. Das ist ja voll ekelhaft. Der passt doch voll gut hin, dann läufst du geradeaus, dann hast du hier so eine Brücke quasi, die rüber geht und dann hoch auch an die Treppe anschließt. Ah, guck mal, ich stell mir das so vor und das sieht voll gut aus. Ich baue das einfach so. Ich baue einfach dein Haus um. Weil ich das dann gut finde. Muss ich das Bild finden? Ja, wenn irgendjemand von euch mir Eisen zum Brennen geben will oder so, ne, kann ich gerne machen. Geht nicht. Weil du da das Loch reingemacht hast, so guten. Mach doch mal zu. Mach ich dann ja, andermal. Wenn du mal ein paar Eisensteaks hast und keinen Bock hast, die zu brennen, kann ich gerne für dich machen. Ja, gib mir das, dann mach ich das eben. Ne, ich mach das schon. Ah, die geile Olle! Nimmt das nicht, warum nicht? Vielleicht ist das. Das war voll selten. Ich hab das auch bei mir gehabt, ich hab das Bild voll selten gehabt. Nee, ich kann das doch hier drehen. Ja, da ist es! Oder war es doch! Ach, ja. Kannst du das drehen? Wie machst du das denn? Rechtsklick drauf und dann mit dem Mausrad. Warum nicht? Dann, ihr buddelt euch die ganze Zeit und ich buddel mich nach oben. Ja, ich hab ja auch nicht wirklich tief gebuddelt, ne? Ich hab ja so gebuddelt, dass ich eben so unterirdisch halt Lager bauen kann. Weil ja, unterirdisches Lager ist einfach halt so nice. Schöner und flexibler einfach, ne? Oh. Ja, hier, den Berg, da bin ich gerade dran, aber sonst habe ich hier eigentlich bis jetzt alles so begradigt. Ich würde mal Licht hier hinmachen, ne? Eine unterirdische Bauweise kennt man ja. Vorsicht, Alter, das ist ein Creeper. Boah, das war so klar, Alter, warum? Lol, ist nicht der Brot. Das war direkt Brot. Nein, das waren Kartoffeln. Ach so, das sah aus wie Brot. Sauber. Egal, das mach ich nächstes Mal. Bei mir gibt's heute Abend Kartoffeln zum Abendessen. Und ich baue jetzt hier gerade mein Lager halt weiter. Wird halt wieder so ein richtig übertriebenes. Eine Wand mit Öfen habe ich ja schon. Ja, Fackeln habe ich gerade nicht. Cool, ich hab noch nicht wirklich viel gemacht, nur hier den Rahmen gezogen. Hast du hier nur alles weggebuddelt? War da bestimmt alles voll, ne? Hier hab ich alles gefüllt, hier war das niedriger. Ich baue hier überall die Berge ab und fülle das, was zu niedrig ist. Hier hinten muss ich auch noch alles gerade machen. Du hast übrigens ein bisschen Licht hier so, schon mal. Boah, jetzt muss ich da die Stelle wieder reparieren, ist das ärgerlich. Scheiß Creeper, ey. Ganz schön ärgerlich jetzt. Ach, Dreck habe ich sogar dabei. Boah, den Loch reingehauen, ey. Heftig.
Ja, dann soll ich aber erstmal reichen mit dem Licht. Mein Lager oh. ist so cool. Fertig. Das hat eigentlich gar nicht. Das, was am meisten Zeit gefressen hat, war das Begradigen. Ja, kennt man ja. Ich würde hier mal Treppen dran machen, das ist voll nervig, so Treppen. Stünde oder Halbsteps. Und was machst du hier? Machst du hier irgendwas rein oder bleibt das einfach so? Ja, ich glaube, da dekoriere ich hinterher einfach nur ein bisschen und dann lasse ich das so. Der Crafting Table ist sehr gut. Ja, finde ich auch. Stünde vorbei. Ja. Ja, und dann haben wir hier noch ein bisschen umgeguckt, was der Tite und der Seppi noch gemacht haben, so. Greenman noch ein bisschen und dann gehen wir raus. So, leer gemacht alles hier jetzt. Ach, guck mal, drei Diamanten. Der Sepp hat ja so viele, die kann man ja mal da rausnehmen. So, alles klar. Dann mache ich mal Slash Home. Und dann mal wieder vielen Dank fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.